Guten Abend, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie noch einmal zu den Nachrichten in Sat.1. Und bevor Klaus mit dem Sport kommt, natürlich Politik und das heißt heute Berlin und immer wieder Berlin. Wir wollen keine Zeit verlieren. Wir wollen sofort uns umschauen, was in Berlin los ist. Ein Situationsbericht vom heutigen Tage. Berlin-Breitscheidplatz vor wenigen Minuten. Noch immer sind Tausende auf den Beinen, darunter auch noch viele Besucher aus Ost-Berlin. Gerade für sie hat das Rote Kreuz seinen Stand mit heißen Getränken aufgebaut. Denn es ist kühl in Berlin. Dichtes Gedränge auch im Europacenter. Noch immer schieben sich die Menschen durch die Ladenstraßen. Noch immer sind Geschäfte geöffnet, sind die Gänge voll. Ich bin einfach los und jetzt ist das alles so toll und man wird so lieb aufgenommen und die Menschen sind einfach so freundlich miteinander und so. Das ist, wie man es sich wirklich immer gewünscht hat. Habt ihr ein Bett für heute Nacht oder macht ihr einfach durch? Wir müssen durchmachen bis morgen, dann kommen wir nach oben. Was haben Sie vor noch? Davor auf jeden Fall gucken. Viel gucken. Wohin? Erstmal hier durchs Europacenter, das ist ja große noch, das ist ja unheimlich. Man findet ja kein Ende. Wir möchten eigentlich wieder nach Hause fahren, aber uns gefällt es sehr, sehr gut. Am liebsten wollen wir die ganze Nacht hier bleiben. Genau so ist es. Haben Sie ein Bett schon? Nein, haben wir noch nicht. Also machen Sie die Nacht durch? Ja. Möglicherweise. Nicht einen Blick über, sondern durch die Mauer können die Menschen heute Abend am Potsdamer Platz werfen. Hier entsteht innerhalb von 36 Stunden der fünfte neue Grenzübergang. Schon morgen früh um 8 Uhr ist er für die Besucher aus Ost-Berlin offen. Von der Stadt mit dem Kudamm oder, jetzt muss ich unsere Regie fragen, was wir wirklich machen, gehen wir nach Hamburg. So ist das, wenn sich die dramatischen Ereignisse in Berlin überschlagen, dann gibt es auch mal beim Fernsehen ein Durcheinander. Ist das nicht menschlich? Während viele heute Abend also in der Bundesrepublik feiern, sind Zehntausende schon wieder auf dem Heimweg zurück nach Hause in die DDR. Dennoch sind sie nicht traurig, denn sie wissen ja, sie dürfen jederzeit wiederkommen. Die Rückfahrt allerdings dauert lange. Trotz zügiger Abfertigung gibt es an einigen Grenzstellen schon wieder kilometerlange Staus, diesmal allerdings in Richtung Osten. Mit Autoschlangen in Richtung Westen aber hatte der Tag heute begonnen. Mehr als 50 Kilometer reichte der Stau am Grenzübergang Marienborn-Hemstedt bis hinter Magdeburg hinaus. Obwohl die DDR-Grenzbeamten zügig arbeiteten, mussten die Besucher bis zu 11 Stunden warten. Auf der östlichen Seite in Marienborn wurde in 12 Spuren abgefertigt, in Helmstedt allerdings nur auf 2. Am nördlichsten Grenzübergang der Bundesrepublik in Schlutow bei Lübeck reichte der Wagenstau bis 25 Kilometer tief in die DDR zurück. Die Abgaswolke der Zweitakt-Trabis war nicht zu übersehen. Nach langem Warten wurden die DDR-Besucher mit Sekt begrüßt. Etwas südlicher am Grenzübergang Gudo gab es bei der Einreise nur kurze Wartezeit. Haltet ihr nicht lange aus hier, du. Auch hier warteten Bundesbürger schon auf die Besucher. Selbst die Grenzbeamten wünschten ohne besondere Kontrollen gute Fahrt und gaben noch Tipps und Wegbeschreibungen. Und nun haben wir, was wir vorhatten, Berlin direkt an der Strippe. Ich kann übergeben an meinen Kollegen Harald Prokosch, der direkt mitten im Geschehen steht. So, wieder live vom Brandenburger Tor. Guten Abend, verehrte Zuschauer aus Berlin. Was sind wir froh, dass diese Leitung klappt, denn wir haben hier ausgehalten, um Sie auf dem Laufenden zu halten. Das wollen wir jetzt auch gerne tun. Die Situation hat sich seit heute am frühen Abend nicht groß verändert. Es kommen immer noch Schaulustige hierher. Allerdings hat diese kalte Nacht in Berlin doch etliche in der Zwischenzeit davon abgehalten, hier zu bleiben. Die sind umgedreht und sind nach Hause. Den großen Verkehrskollaps hat es leider nicht verhindern können. Ganz Berlin ist heute mehr oder weniger zusammengebrochen, wenn man so will. Es wurden öffentliche Verkehrsmittel aus anderen Bundesländern eingesetzt. Sogar die Reichsbahn in Ost-Berlin setzte Züge auf Weststrecken ein. Aber das alles hat nichts geholfen. Diese Stadt ist im Grunde genommen aus allen Nähten geplatzt. Es gibt eine Zahl und die besagt, dass 500.000 Menschen aus der DDR heute zu Besuch in Berlin-West waren. Und weitere 500.000 haben von diesem visafreien Besuch offenbar Gelegenheit genommen, in die Bundesrepublik zu fahren. Es steht eine schwierige Nacht für die DDR-Bürger und für die Berliner bevor, sicher mehr für die DDR-Bürger, denn ihr vorrangiges Problem ist das, eine geeignete Unterkunft zu finden. Sie haben es in unserem vorhergehenden Beitrag bereits gesehen. Es ist deshalb sehr schwierig, weil die Notquartiere hier in Berlin völlig überfüllt sind und weil es im Grunde genommen kaum Möglichkeiten gibt, diese Leute unterzubringen. Viele werden also wieder in Trabis übernachten müssen oder aber in irgendwelchen geheizten Ladenpassagen.
Die Ladenregale, die Verkaufsregale in den Supermärkten müssen voraussichtlich am Montag erstmal aufgefüllt werden, denn das, was sich heute hier abgespielt hat, ist fast nicht zu beschreiben. Die Läden wurden gestürmt, manchen Artikel wurden einfach ausverkauft und es war nichts mehr zu bekommen. Viele Westberliner standen resigniert vor den Läden, weil sie nicht mehr reinkamen, weil sie nicht einkaufen konnten. Die Geschäfte wird es gefreut haben, aber dennoch, die Situation ist äußerst angespannt und wir denken, dass es sich vielleicht möglicherweise am Montag ein bisschen entspannen wird, denn am Montag beginnt die Arbeitswoche auch in der DDR und da werden sicher viele rechtzeitig noch zurückkehren. Sie haben gehört, dass die DDR-Bürger auch zu Tausenden unterwegs sind in die Heimat, zurück in die DDR und sie dürfen wiederkommen und wir gehen davon aus, dass wir hier sicher noch öfter stehen werden. Das wäre es zunächst, was wir an Eindrücken von heute Abend hier aus Berlin-West mit einem Blick zum Brandenburger Tor liefern können. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden und zurück nach Hamburg. Ja, und was Harald Prokosch über die Berliner, die Berlin-Besucher aus Ost-Berlin sagte, das gilt auch für die, die in Hamburg ihr Wochenende im Westen ausleben wollten. Denn so heißt es in den Meldungen von 25.000 DDR-Bürgern aus der DDR, die hier in die Elbestadt gekommen waren, sind 15.000 bereits wieder auf dem Heimweg. Die restlichen wollen meist morgen folgen, nur ganz wenige wollen hierbleiben. Ein Bericht von Volker Petzold. Das atemberaubendste Gästegefühl gab es in Hamburg nicht an den Ramschtischen von Kaufhäusern, sondern im Postamt Hühnerposten. Noch in den späten Abendstunden drängten dort immer neue Trabi-Besatzungen herein, um das Begrüßungsgeld abzuholen. Also hier war der Teufel los. Wir haben schätzungsweise seit heute Morgen um 8 Uhr etwa 10.000 DDR-Bürgern das Geld ausgezahlt. Wir waren etwa 300 bis 500 Menschen jeweils vor der Halle und warteten. Aber es ist eigentlich sehr zügig und sehr reibungslos abgegangen. Alle waren sehr ruhig, war eigentlich ganz toll. Das geordnete Chaos. Die meisten der DDR-Gäste wollen noch in der Nacht zurückfahren. Doch viele machten zuvor noch einen Abstecher zum Dom, dem traditionellen Hamburger Volksfest. Straße lang gegangen, haben uns jeden Damen hier angesprochen, ob die aus der DDR sind. Da haben wir gesagt, ja, und dann haben sie uns hier eingeladen. So, und warum tun Sie das nun? Warum laden Sie die Leute hier ein? Weil ich mich so gefreut habe, dass die Mauer geöffnet wurde und das war nicht die Reaktion auf meine Freude. Wir finden es ganz toll, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns eine ganz herzliche Begrüßung überall. Man kann es ja nicht beschreiben. Aber auch an der Reeperbahn machten viele der Trabis fest. Immerhin, mal auf einer der verruchtesten Straßen der Welt herumzuschlendern, schafft Lustgewinne ganz besonderer Art. Das muss man alles gesehen haben, hier gerade auf St. Pauli, da kommt einiges auf uns zu hier. Piepschuh. Piepschuh. Aber ist nicht toll. Nur dort, wo Damen zum Tanz auffordern, blieb es still. Nein, noch nicht. Keine einsamen Damen, keine einsamen Herzen aus. Vielleicht später. Für alle jene, die beim Bummel durch die sündigste Meile der Welt ein paar Promille ansammeln, hat Hamburgs Polizei vorgesorgt. Auf dem Wohnschiff Marco Polo werden Quartiere zum Rausch-Ausschlafen bereitgehalten. Die Kaufhäuser machten heute an einem normalen Samstag, wenn das denn alles normal ist, fast so viel Geschäft wie an dem sogenannten langen Samstag. Auf einen Artikel allerdings, wer ihn immer führte in seinem Sortiment, da war niemand scharf, der wurde nicht abgesetzt. Darüber berichtet Rainer Nadolik. Der Ladenhüter des Tages in Hamburg, die Flagge der Deutschen Demokratischen Republik. Aber keine DDR-Fahne, Leute will nicht haben. Leute möchten nicht mehr sehen, die DDR-Fahne. Für viele DDR-Bürger war es der erste Tag in der Bundesrepublik überhaupt. Und alles drehte sich ums Einkaufen. Das nötige Kleingeld dafür sollte es auch bei Banken in der City geben. Fehlanzeige. Dort wurde zwar getauscht, aber das Begrüßungsgeld bekamen die DDR-Besucher nur bei den Bezirksämtern und bei der Bundespost. Wer seinen Personalausweis vorzeigte und ein Formular ausfüllte, konnte sich mit dem Westmark in den Einkaufstrubel stürzen. Die Straßenzüge in der Einkaufsgegend um den Hamburger Hauptbahnhof hätten auch irgendwo in der DDR liegen können. Viele hundert Trabis und Wartburgs parkten die gesamte Innenstadt zu. Aber niemand regte sich heute auf und die Polizei drückte bei falsch abgestellten Fahrzeugen beide Augen zu. Die Besucher konnten ihr Westgeld auch besser als für Strafmandate gebrauchen. Der hat hier 200 gekostet, der würde bei uns 5.000 kosten. Dafür müsste ich ein halbes Jahr arbeiten und durfte aber nicht essen. Nur mein Monatslohn. Was wir bei uns nie bekommen, denn ich hoffe, dass wir öfter herfahren können. Das hoffe ich jedenfalls.
Die neue Reiselust hob die Stimmung mächtig an und so manche DDR-Bürger ließen ein paar Ostmark für den Künstlernachwuchs hier. Andere versuchten ihr Westgeld mit Glück zu vermehren. Geldgeschenke waren heute jedenfalls keine Seltenheit. Aber ist schon mal sehr gut, dass man hier empfangen wird. Hier. Also, dass es sowas gibt, dass wir die ganzen Jahre so... Nein, auf Gottes Willen, bitte nehmen wir es hin. Das darf nicht wahr sein. Vielen Dank, schönes Wochenende. Trotz aller Begeisterung, für viele gelten die Worte dieses DDR-Bürgers. Meine Tochter ist auch noch hier, die bleibt noch hier heute. Und ich fahre heute Abend wieder zurück. Wir haben heute Abend ein Erntefest. Die wollen auch noch zum Tanz. Großer Andrang im Westen und Kaufrausch, Sie haben es gesehen, im KDW Berlin und auch in Hamburg. Die Frage ist, wie sah es heute in der DDR aus? Was machten die Menschen dort, die dort geblieben waren? Mein Kollege Peter Limburg hat sich in Leipzig umgesehen und das war deshalb interessant, denn in Leipzig rief heute die SED die Menschen zu einer Kundgebung. Nur etwas mehr als 1000 Menschen kamen heute in Leipzig zur SED-Großkundgebung. Die Parteibasis sollte hier zu Wort kommen. Viele SED-Mitglieder zeigten sich dabei enttäuscht von der bisherigen Führung. Es kommt jetzt nicht darauf an, nur Phrasen zu wiederholen, die von Egon Krenz und anderen schon gesagt worden sind, sondern es kommt wirklich darauf an, hier ein konkretes Programm auszuarbeiten. Die Organisatoren hatten mit mehr Sympathisanten gerechnet. Doch der Kundgebungsplatz war weitgehend leer. Dafür stieg die Anzahl der wartenden Trabis vor den Tankstellen. Teilweise war die Schlange über einen Kilometer lang. Nach ersten Schwierigkeiten scheint die Benzinversorgung trotz des riesigen Andrangs der Reisefreudigen zu klappen. Ja, sie müssen in der BRD irgendwie fahren können. Sie haben nicht genügend Geld, um einzukaufen, ne? Dass sie tanken können. In den Kaufhallen deckte man sich nicht nur fürs Wochenende ein. Eingekauft wurde auch für die Reise nach drüben. Schließlich will keiner die 15 D-Mark Reisegeld für Nahrungsmittel ausgeben. Kein Wunder, dass nur so wenige Menschen zu dieser politischen Kundgebung der SED gekommen sind. Die Leipziger sind, wie viele andere in der DDR, sicher auch mit Reisevorbereitungen, zumindest mit Reiseplänen beschäftigt. Auf die völlig neuen politischen Verhältnisse in der DDR reagierten die SED-Funktionäre auch recht unterschiedlich. Der zukünftige Ministerpräsident der DDR, Hans Modrow, forderte die übrigen Parteien im Lande auf, endlich auch politische Verantwortung zu übernehmen. Er will eine demokratische Koalitionsregierung bilden. Auf die Frage, ob die SED auch einmal die zweite oder gar die dritte Rolle im Verbund der Parteien spielen könne in der DDR, sagte er, man solle in der Politik niemals nie sagen. Modrow bezeichnete die neue Reiseregelung als ein Stück Normalität. Trotzdem hält er die innerdeutsche Grenze weiter für notwendig. Denn die DDR sei in Europa das Land mit der geringsten Kriminalitätsrate. Die neue Politik in der DDR hat aber auch tragische Folgen. Seit Beginn der Reformwelle brachten sich drei SED-Funktionäre ums Leben. Die Reformfreude der DDR und Öffnung der Grenzen stößt nicht nur im Westen auf Wohlwollen. Die sowjetische Parteizeitung Pravda druckte heute einen Kommentar ihres Ostberliner Korrespondenten unter der Überschrift »Der gordische Knoten ist durchschlagen«. In seinem Kommentar schreibt der Journalist weiter, dass die DDR einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Bau eines gemeinsamen europäischen Hauses beschritten habe. Er stelle sich bereits jetzt die Frage, ob die Berliner Mauer ihre Bedeutung nicht inzwischen verloren habe. Auch sein allerhöchster Chef, Michail Gorbatschow, findet die Löcher in der Mauer gut. In einer Botschaft an US-Präsident Bush unterstützt er ausdrücklich die Entscheidung der DDR-Staatsführung. Natürlich gibt es auch positive Reaktionen der anderen Westmächte. Die Botschafter der drei Westalliierten sprachen heute bei einem Treffen mit Berlins regierendem Bürgermeister von einem bedeutenden Ereignis. Papst Johannes Paul II. Wandte sich an die Katholiken in der DDR, im Lande zu bleiben und gemeinsam mit den evangelischen Christen an der Erneuerung ihres Heimatlandes mitzuwirken. Auch die innerdeutsche Politik kommt in Bewegung. Bundeskanzler Kohl und Staats- und Parteichef Egon Krenz wollen noch in diesem Jahr ein Treffen veranstalten. Das vereinbarten sie in einem Telefongespräch heute Morgen. Kanzleramtsminister Seiters wird am 20. November nach Ost-Berlin fahren, um diesen deutsch-deutschen Gipfel vorzubereiten. Das Bonner Kabinett beriet heute in einer Sondersitzung über bundesdeutsche Millionenhilfen für die Wirtschaft der DDR. Glaubt man dem Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhauser, fällt das Geld auf goldenen Boden. In einem Interview mit Bild am Sonntag sagte er, schon in 5 bis 10 Jahren könnte der andere deutsche Staat westlichen Lebensstandard erreichen. Voraussetzung dafür sei, dass Bevölkerung und Betriebe die neuen Chancen einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit auch wirklich wahrnehmen dürften.
Schon Stunden später setzte Bundeskanzler Kohl seine Ostpolitik an einem anderen Ort fort, nämlich in Warschau, wo er zum Staatsbesuch weilt, den er ja wegen der Ereignisse in Berlin und an der innerdeutschen Grenze unterbrochen hatte. Dabei gab es heute neue Probleme, allerdings mehr vom Wetter bedingt. In Warschau nämlich herrscht dichter Nebel. Deshalb musste Kohl heute Nacht mit dem Auto in das 400 Kilometer entfernte Kreisau in Niederschlesien fahren. Dort wird er morgen zusammen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mazowiecki einen Gottesdienst besuchen. Soweit zu diesem Thema, das uns sicher auch noch einige Tage beschäftigen wird. Aber hier noch Meldungen in Schlagzeilen, sozusagen aus dem Rest der Welt. Nach Öffnung der DDR-Grenzen hofft Südkorea, dass es nun auch zu einer demokratischen Reform im kommunistischen Norden des Landes kommt. Korea ist seit 1953 geteilt. Bulgariens neuer Parteichef Petar Mladenov setzte sich für Reformen ein. Sie müssten allerdings im Rahmen des kommunistischen Systems bleiben, sagte Mladenov. Er kündigte eine offene Informationspolitik und einen Dialog mit dem Volk über alle wichtigen Fragen an. Der bisherige Parteichef Schivkov ist gestern abgesetzt worden. Gegen den Kapitän des Frachters Nordic Stream wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Schiffsverkehrs ermittelt. Der Frachter war am Mittwoch in der deutschen Bucht mit der Englandfähre Hamburg zusammengestoben. Dabei wurden 3 Menschen getötet und 7 weitere verletzt. Und jetzt zum Sport. In Berlin, da fand heute unter anderem auch ein Bundesliga-Fußballspiel statt, ein Zweitligaspiel. Hertha BSC spielte gegen Wattenscheid 09. Die Kulisse im Olympiastadion war länderspielreif. 45.000 Fans kamen dank eines Sponsors an verbilligte Karten und 15.000 Fußballfans aus der DDR hatten, selbstverständlich in diesen Tagen, freien Eintritt. Sven Görn ist unser Reporter. Ähnlich voll wie am Brandenburger Tor war es auch heute im Olympiastadion. Trabis ohne Ende. 10.000 Fans aus dem Osten der Stadt nutzten die Gelegenheit, bei Vorlage ihres Reisepasses nicht nur die Grenze zu passieren, sondern auch kostenlos diesem Spitzenspiel beizuwohnen. Fast 60.000 Zuschauer wollten Hertha siegen sehen. Das hatte es zuletzt vor über 10 Jahren gegeben. Und die Berliner in Weiß-Blau waren nervös. Wattenscheid mit den besseren, eindeutigeren Chancen. Hertha und deren Trainer Werner Fuchs konnten sich zunächst bei Torwart Junkans bedanken. Hatten die Berliner dann mal eine Möglichkeit, wie in der folgenden Szene durch Theo Gries, kam auch noch Pech hinzu. Dies war im Übrigen die einzige gute Möglichkeit der Herthaner in der ersten Halbzeit. Fast im Gegenzug dann das 0:1. Freistoß Kügler, Fehler Walter Junkans und Jörg Bach nutzt entschlossen die sich ihm plötzlich bietende Möglichkeit. Die verdiente Führung für die Gäste in der 43. Minute. Scheinbar hat die Last der vielen Zuschauer meine Spieler gelähmt. Hat sich in der ersten Halbzeit keiner was zugetraut. Und wir konnten von Glück sagen, nicht höher in Rückstand zu geraten, obwohl wir auch 2 Möglichkeiten hatten. Hertha kam dann mit Schwung und einem neuen Mann aus der Kabine. Und der neue traf. Der Ausgleich durch Sven Kretschmer in der 64. Minute. Am Ende musste die Hertha mit dem 1:1 mehr als zufrieden sein, denn Wattenscheids Kügler vergab in der 88. Minute noch eine sogenannte 100%ige Chance. Ja, ich meine, das ist eine super Sache, jetzt mit den Leuten von der DDR, die hier waren und auch unsere Fans. Und von mir aus kann es so weitergehen. Tja, aber ob diese neuen Fans auch alle wiederkommen werden, scheint fraglich nach der Leistung von heute. Gibt es doch zudem für die Fans aus dem Osten der Stadt neben der Hertha noch so viel anderes, Neues und Schönes zu sehen. In der zweiten Fußball-Bundesliga gab es heute 5 Begegnungen. Hier die Ergebnisse. Stuttgart, Rot-Weiß Essen 4:1, Münster, Saarbrücken 0:0, Meppen unter Haching 3:1, Hertha, Wattenscheid 1:1 und Hannover, Freiburg 0:0. Saarbrücken steht jetzt punktgleich mit Wattenscheid an der Tabellenspitze. Im Pokal-Achtelfinale, DFB-Pokal-Achtelfinale, gab es heute 4 Begegnungen. Auch hier die Ergebnisse. Pforzheim, Düsseldorf 1:3, Schweinfurt, Braunschweig 0:2, Osnabrück, Karlsruher SC 3:2, Duisburg gegen Darmstadt 4:1. Die Auslosung des Viertelfinals ist jetzt auch bekannt. Es ergaben sich folgende Spielpaarungen. Kickers Offenbach gegen den MSV Duisburg, Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart, Eintracht Braunschweig gegen
gegen den VfL Osnabrück und Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf. Diese Begegnungen alle am 12. und 13. Dezember. Der Start von Steffi Graf beim am Montag in New York beginnenden Masters-Turnier ist gefährdet. Steffi zog sich beim Training im US-Bundesstaat Connecticut einen Bluterguss und eine Bänderdehnung im linken Knöchel zu. Kurz noch zwei Ergebnisse von den Herren. Das Endspiel in Stockholm erreichte soeben Ivan Lendl durch einen Dreisatzerfolg über Stefan Edberg. Lendl trifft im Finale morgen auf Magnus Gustafsson. Das Endspiel von London bestreiten Michael Chang und Guy Forget, der John McEnroe besiegte. Und nun von den Tennisgrößen zu den Spaßvögeln, denn so ziemlich genau seit 12 Stunden und 3 Minuten herrscht die närrische Zeit, Session genannt von den Karnevalisten. Heute Morgen um 11.11 Uhr begann also die neue Saison 1989-90. Nun heißt es wieder, je nachdem, wo man wohnt und Spaß haben will, Helau, wie hier in Düsseldorf, oder Alav, wie in Köln, Kölle genannt. Für die nächsten 4,5 Monate werden jetzt überall die Narren los sein. Und da man dafür Geld braucht, gibt es hier eine Möglichkeit, zu Geld zu kommen. Die Lottozahlen. Und die lauten 4, 20, 26, 29, 32, 48. Die Zusatzzahl 17. Und ohne Gewähr ist auch das Spiel 77. Nämlich 8, 1, 7, 2, 7, 6, 7. Und das ohne Gewähr hatte ich gesagt, das gilt eigentlich auch für den Wetterbericht, aber wo alles so schön ist in Deutschland, da muss das Wetter doch auch schön werden. Und hier ist es. Heute Nacht muss bei geringer Bewölkung in den Morgenstunden mit Nebel gerechnet werden. Für alle Autofahrer heißt das, runter vom Gas. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen plus 4 und minus 3 Grad. Am Tage hält sich der Nebel in den Flussniederungen beständig, sonst scheint später im gesamten Sendegebiet die Sonne. Höchste Temperaturen in Nebelgebieten nur bis 3, sonst zwischen 4 und 12 Grad. So, das war's von uns beiden für heute Abend. Ja, aber morgen geht's weiter und mit Sat.1 geht's jetzt sowieso weiter. Viel Spaß dabei. Tschüss.